Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel- und Wikingerfreunde zu Cultures, der Deckung Vinlands. Ja, wir sind immer noch in der Mission der Krater, sind jetzt aber schon mal fleißig dabei, Waffen und so herzustellen. Wobei Bögen haben wir schon einige, also Bögen und Waffenröcke. Jetzt geht es hauptsächlich daran, Schwerter und so herzustellen. Und ich würde sagen, sobald wir... Du hast die benötigte Warenmenge hergestellt. Mach noch viermal Geschirr, bitte. So. Ja, Möbel sind so eine Sache. Da sollte gleich unser Holzfäller, wenn er das Holz ausgeliefert hat, auch mal wieder 10 oder so herstellen. Wie sieht's mit Schuhen aus? Da hat unser Schuster ganze Arbeit geleistet. Also kann er ruhig wieder jagen gehen. Die Baumgruppe da ist etwas nervig gerade, lästig. Der nimmt nämlich Farmland weg, sehe ich gerade. Soweit ich aber weiß, habe ich gerade keinen Kundschafter. So, du machst Möbel fürs Erste. Ich werde ich mal kurz zum Kundschafter machen. Dass du mir hier die Bäume wegmachst. Die unser Farmland bedrohen. Hier werden schön Straßen gebaut. Dazu bedienen sich unsere Bauarbeiter den Steinen, die sie so in der Gegend finden. Also ja, Steine haben wir hier genug. Eisenerz eigentlich auch. Gold könnte ein bisschen schwieriger werden. Ich will auf jeden Fall erstmal das kleine Dörfchen hier loswerden dann. Weil das ist ja doch nah an unserer Grenze. Und wenn sich aus Versehen mal ein Wikinger in die Richtung verirrt, ist das nicht sehr gut. Oh, hier bringt Bögen. Ja, zum nächsten Wegweiser halt. Du holst Holz. Von wo? Ach, von da oben. Wie sieht's eigentlich mit dir aus? Ja, ich denke mal, das Eisen sollte für beide reichen. Oh, er holt sich Eisenwerkzeuge. Gut. Fand aber kein Eisenwerkzeug, weil ein anderer schneller war. So, du hast den Wald hier weggemacht. Dann mach auch bitte noch den Wald da oben weg. Also die paar Bäumchen hier.
Ralf will beten, das kann er ja machen. Die haben noch kein Öl. Du hast Warenmenge hergestellt, das ist gut. Ja, wir müssen jetzt halt darauf warten, dass die Bauarbeiter unsere Straße machen. Und dass unsere Leute hier... Ralf sucht Gesellschaft. Ja, kann er ruhig. Ich merke gerade so, Ralf hat kein Zuhause. Da liegt so gerade das Hauptproblemchen. Nahrung ist hier im Überfluss gerade in den beiden Wohnhäusern. So, du bist hungrig. Du hast die gewünschte Warenmenge hergestellt. Gut. Lehm brauchen wir gerade noch keinen. Deswegen... Hau weiter auf Steinen rum. So, wenn wir schon dabei sind mit Straßen. Erweitern wir das Ganze ein bisschen schon mal. Oh ja, jetzt muss ich meinen Kundschafter mal wieder zum Farmer machen. Und ihm wieder seinen Arbeitsplatz zuweisen, weil er alleine kann Nachfrage von Bäckerei und Brauerei nicht decken. Und ja, die laufen so rum, wegen der Wegfindung. Ich wäre wirklich froh drüber, wenn du endlich mal wieder was schmelzen würdest, was schmieden würdest. Weil selbst der Waffenschmied ist effektiver als du. Aber wahrscheinlich liegt das daran, dass ich vergessen habe, dich in dein Haus zu stecken. So, meine Bauarbeiter bauen schön weiter Straßen. Und ja, die Ahnenstätte muss ich zerstören. Da sind wieder mal Donnertürme und Bogenschützen und alles im Weg. Findet keine Schuhe. Schuhe gibt es hier zu Genüge.
Du bist hungrig, dann geh essen. Dafür habt ihr hier ein Haus. Ach ja, ich könnte mal wieder die Zeit verschleunigen. Sollte ein bisschen helfen. Und ja, manchmal ist der Einflussbereich vom Wegweisern schon ein bisschen fragwürdig. Weil eigentlich sollten die Sachen im Einflussbereich vom Wegweisern sein. So, du kannst trainiert werden. Also jetzt müsste ich mal eine neue Wegweiser aufbauen. Zum Beispiel hier einen hinstellen und die anders verbinden, dass die... Na, das sollte ich wirklich mal tun. Deswegen kriegst du jetzt einen Jungen, das wird dann... Ein Kundschafter, der uns Wegweiser aufstellt. Zusätzliche. Nämlich einen hier irgendwo hin. Und einen hier dazwischen. Und vielleicht auch einen hier zwischen die Brauerei. Wobei, die Brauerei braucht keine Anbindung. Bier gibt's hier oben. Oh, die Straßen sind schon fast fertig. Das heißt, ich kann neue Straßen in Auftrag geben. Ich sollte nicht nach Wasser graben. Sondern Straßen bauen. So. Machen wir gleich noch so hier eine Straße nach unten. Gut. Das sollte erstmal wieder reichen. Beziehungsweise noch hier zum Steinmetz rüber. So. Du bist bei 60%, das wird also noch ein bisschen dauern, aber du bist schon bei 80%. Also ja, das Eisen dürfte gerade noch so reichen. Du bist Schmelzer und Schürfer. Das heißt, ich lasse dich danach wieder Eisen schmelzen, wenn du auf 100% bist.